Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Heute bin ich mal richtig dankbar, dass wir so tolle Zuhörer haben, Stefan. Und deswegen sage ich an euch alle erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau, und vielen Dank. Das heutige Thema, Dankbarkeit. Ich habe gerade auf dem Weg, ich komme gerade aus der Praxis und höre ja immer Podcasts auf dem Weg und habe da spannenderweise, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber es ist ja so ein Sprachgebrauch, ne, wie der Zufall so will, ist mir tatsächlich etwas zugefallen. Und zwar, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast das war, ist auch egal. Der hat nämlich davon gesprochen, dass er irgendwie ein Buch gelesen hat von einer Forscherin, die herausgefunden hat, dass die glücklichsten Menschen, oder das so, es ging so los, Glück hängt nur 10% von so einem Glücklichsein, hängt von außen ab und 90% von der inneren Einstellung. Und da hat man dann diese glücklichen Menschen erforscht und hat herausgefunden, dass ganz, ganz, also eine ganz wichtige Komponente ist die Dankbarkeit. Und zwar dankbar halt für das, jetzt nicht irgendwie, weil sie ein Geschenk bekommen haben oder so. Ja, da können sie auch dankbar für sein, da kann man auch dankbar für sein. Aber die einfach die Dankbarkeit für auch Alltägliches und für letztendlich auch so eine Einstellung, also so eine Dankbarkeitseinstellung, sage ich mal. Und dass das die glücklichsten Menschen sind. Fand ich spannend. Und mit anderen Worten, um es jetzt schon mal ganz kurz vorwegzunehmen, Dankbarkeit macht glücklich. Damit ist alles gesagt für heute. Das finde ich halt wirklich so spannend, dass wir mit so einfachen Dingen Glück in unser Leben bringen können. Und ich kann es, weiß nicht, du kannst ja auch gleich mal sagen, wie es bei dir ist, aber ich merke das auch. Also ich bin über die letzten Jahre deutlich dankbarer gewesen. Ich meine, ich kann mich noch so an meine Kindheit erinnern. Da war es auch so, wenn es irgendwie Geschenke gab zum Geburtstag, zu Weihnachten und so, dann war ich dankbar. Aber es war ehrlich gesagt auch relativ schnell wieder verflogen, weil dann war schon irgendwie das Next Shiny Object, wie das ja so schön heißt auf Neudeutsch, ne, im Orbit. Und oh, wann habe ich das nächste Mal die Gelegenheit, wann kriege ich das nächste Mal was geschenkt und ah, das ist ja auch noch toll und das. Eher so eine Sammlermentalität und sehr kurze Dankbarkeit, was wir ja auch aus vielen Bereichen so kennen. Ne? Also da fällt mir, wenn ich über sowas spreche, fällt mir auch immer ein, dieses eine Gehaltserhöhung, ne, im Berufsleben oder so. Dass dann viele Menschen so, oh, wenn ich erstmal mehr Geld und dann ja, wird der Lebensstandard wieder höher oder ne, das ist ja nichts, was auch motiviert auf Dauer, sondern immer nur ganz kurz, ne, kriegst, wenn du fleißiger bist, eine Gehaltserhöhung oder irgendwie so ein Krams. Aber darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Und ich glaube, das ist auch von der Dankbarkeit her nicht besonders lang, weil dann ist ja oft schon wieder, oh, die nächste Tarifrunde oder weiß der Kuckuck was, jetzt muss ich noch mehr rausholen oder die Gewerkschaft oder wer auch immer. Aber es sind halt wirklich diese Sachen so im Alltag. Dankbar sein, ne? Dankbar für, dass wir was zu essen haben, ne? Dass das Wetter gerade jetzt heute schön ist, dass ich mit tollen Menschen zusammenarbeiten darf in der Praxis oder aber auch jetzt, und das ist so ein bisschen der Aufhänger, so bin ich auf das Thema gekommen, habe das Martje vorgeschlagen, dass ich am Ende Januar diesen Jahres als Notarzt bei einem Menschen war, den ich über drei Ecken kannte und der einen schweren Herzinfarkt hatte. Und es war wirklich so wie im Bilderbuch. Und wir waren auch mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug als erstes da, weil wir interessanterweise auch in der Nähe des Einsatzortes waren. Wir sind auf der Rückfahrt gewesen von einem anderen Einsatz. Und dann kam halt das, bevor wir in der Wache waren, sodass wir, ich glaube, gefühlt nach 2 Minuten da schon vor Ort waren oder nach einer. Es ging wirklich sehr schnell. Und bis der Rettungswagen dann da war, als zweites Rettungsmittel zeitlich gesehen, verging dann noch ein paar Minuten. Und ich erkannte, also ich hatte schon auf dem Melder gesehen, aha, der Name kommt mir aber bekannt vor. Ich wusste aber nicht, wo dieser Mensch wohnt. Und als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, so, das ist er tatsächlich und fragte dann auch zur Sicherheit nochmal nach, ne? Sind Sie so und so, haben Sie mit dem und dem Menschen zu tun? Ja. Naja, auf jeden Fall lief das dann auch alles relativ gut. Und jetzt am Samstag klingelte es und da stand er, also jetzt ein halbes Jahr später so bummelig, ne? Auch nicht ganz, aber ne, fast ein halbes Jahr später, bummelig, stand er da mit seiner Frau vor der Tür und wollte sich bedanken, weil er sich dann halt erinnern konnte und letztendlich und das auch als sehr angenehm alles empfunden hat. Ne? Er sagte so, das war ganz spannend. Er sagt so, ja, ich muss mal fragen, was habe ich denn für Medikamente bekommen? Ich habe ihm das auch alles erklärt. Er hatte so ein paar Fragen noch dazu und sagte so, ja, weil irgendein Bekannter, ich weiß gar nicht, was er sagte, mein Schwager oder wer auch immer, hatte irgendwie eine Woche vorher einen Herzinfarkt
Und der hat ihm das beschrieben als sehr lebensbedrohlich, hat er das empfunden und sehr furchtbar. Und es war alles ganz gruselig. Und er selbst sagte halt, er hat das, nachdem wir kamen, ne, als total angenehm empfunden und. Und man muss auch sagen, das Spannende war an der Geschichte, dass er, als wir im Krankenhaus angekommen sind, hat er Kammerflimmern bekommen. Das heißt also, er war im Prinzip kurzzeitig auf dem Weg auf die andere Seite. Wir haben das natürlich sofort gesehen und dann ihm defibrilliert und dann war er auch wieder da. Und das war auch so interessant. Also ich hatte ja schon oft mit Menschen zu tun, die schon mal tot waren und dann halt wieder zurückgekommen sind. Also so diese Nahtoderfahrung. Und so ähnlich war das für ihn auch. Er hat noch nicht so diesen Tunnel gesehen, das Licht und das Lebenssinn. Aber er sagte, er war in so einem, er wollte mir noch, weil ich ihm gesagt habe, ne, wenn irgendwas ist, das sagen wir dann immer, ne, dann Bescheid sagen, wenn sich irgendwas verändert. Und er wollte mir das sagen, aber er konnte gar nicht mehr, weil er irgendwie so in so einem schwebenden Zustand war, sagte er. Und es war total glücklich und schön und so angenehm. Und wir unterhielten uns dann auch so ein bisschen noch über den Tod. Und er sagte halt auch, er hat seitdem jetzt auch keine Angst mehr vorm Tod, weil er gemerkt hat, das ist total angenehm und sehr schön. Und war halt dankbar für alles. Ne? Hat dann sogar seine ganze Geschichte, weil er auch so ein bisschen künstlerisch unterwegs ist, hat er in so einem kleinen, kleine, kleinen, ja, eine, er nennt das eine lange Kurzgeschichte verfasst, hat mir sein kleines Büchlein geschenkt. Und das fand ich halt spannend. Ne? Also da bin ich dann auch immer dankbar, einfach mal Rückmeldung zu bekommen, ne, für sowas. Und wenn das so gut gelaufen ist, wenn ich das nächste Mal auf der Rettungswache bin, werde ich dann den anderen, die dabei waren, natürlich berichten. Aber das ist letztendlich auch mal was Schönes, wo ich dann dankbar bin, dass ich mal so eine Rückmeldung bekomme. Ja. Ach, das ist wirklich schön. Also danke, dass du das auch mit uns Ja, teilst. gerne. Ja. Denn sonst ist im Rettungsdienst ja oftmals so, dass wenn ich jetzt den Menschen nicht in das Krankenhaus bringe, wo ich auch arbeite, dass ich natürlich hinterher eher selten mal was erfahre. Es gibt so ein, zwei Krankenhäuser, da haben wir ganz gute Kontakte zu. Und dann, wenn das spannende Fälle sind, sagen wir auch mal, hier, gib gerne mal Rückmeldung. Aber letztendlich ist es ja ganz oft so, du gibst dann den Menschen im Krankenhaus ab und weißt nie, ne? Also wenn du nicht nochmal irgendwann später zu einem Einsatz zu dem fährst, weißt ja nie irgendwie, was ist aus dem geworden. Ne? Oder wenn du jetzt im negativen Fall, wobei das kann man auch so oder so werten, wenn du dann irgendwie eine Anzeige liest, ist verstorben, dann weißt du auch Bescheid, okay, hat es nicht geschafft. Aber ansonsten ist es ja so ein bisschen wie eine Blackbox. Ne? Spannend, ja. Ich habe mir natürlich auch zu diesem Thema, habe ich so ein paar Impulse bekommen. Und ich glaube, oder nicht, ich glaube nicht, ich weiß, für mich ist Dankbarkeit wirklich ein Gefühl, das ich auch sehr oft spüre. Aber ich habe auch schon mal gelesen, dass man eben mehr Dankbarkeit generieren kann und dadurch mehr Glück generieren kann durch spezielle Tools natürlich. Und wir sind ja hier immer auch mit irgendwelchen guten Praktiken dabei. Deswegen wollte ich mal die beiden vorstellen, die ich bisher mal ausprobiert habe. Ja, Also super. Ich bin vor gespannt. einigen Jahren hatte ich mit meiner Tochter ein Glücksglas. Und da haben wir halt immer auf kleine Zettel glückliche Momente geschrieben und immer dann in dieses zusammengefaltet und in dieses Glas getan und dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Jahr später das Glas geöffnet und diese kleinen Zettel rausgeholt und eben diese Momente, für die wir dankbar waren, nochmal wieder durcherlebt sozusagen. Das ist natürlich keine Erfindung von mir, das gibt es ja, das war eine Inspiration aus dem Internet, die ich ganz nett fand, die wirklich auch wirklich dann sehr schön war. Und dann konnten wir nach dem Jahr halt auch wirklich mal nochmal auf diesen ganzen Zetteln, auf diesen Riesenhaufen Zettel sehen, was wir Tolles erlebt haben, für was wir alles dankbar sein können. Denn oft ist es ja auch da so im Leben, man hat dann was Schönes und man ist vielleicht auch dankbar, aber dann ist es ja wieder weg, weil dann kommt ja das Nächste. Also das Leben ist ja meistens sehr aufregend und viel passiert und oft vergisst man dann auch so schöne Dinge. Und die dann nochmal wieder zu sehen, das ist wirklich, das war eine schöne Sache, haben wir aber nur einmal gemacht, haben wir dann nicht wiederholt. Das war dann irgendwie Ja, so ein einmaliges. das kann ich auch sehr empfehlen. Also das mache ich manchmal auch im Kindercoaching. Das ist auch gerade für Kinder toll. Nicht nur, weil ich nach einem Jahr oder nach einem Monat oder wann auch immer man das machen möchte, das Glas dann ausschütten kann mit den Zetteln und das nochmal lesen kann und mit dann nochmal reingehen kann, sondern alleine schon, weil ich rein optisch in dem Glas sehe, wie es sich füllt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, wo es vielleicht auch Probleme gibt und so, weil ins Coaching kommt ja jetzt keiner, der irgendwie wunschlos glücklich ist, dann ist es halt auch so schön, dass ich mit dem Kind A Zeit verbringe oder auch mit mir, wenn ich jetzt keins habe und halt auch das Schreiben macht ja schon ganz viel und das dann da reinpacke und sehe, wie sich halt diese Glücksmomente immer mehr werden
Und dann halt auch nochmal den Moment, wenn ich das so wie du sagst, ne, mich hinsetze und das durchgehe und so weiter und so fort. Und bei den Kindern macht das halt ganz viel. Also gerade auch für diese Kinder, die sonst immer nur Ärger am Hals haben, wo nichts richtig ist, wo nichts funktioniert und so. Und wenn du da dich einmal am Abend dann hinsetzt mit deinem Kind oder vielleicht auch, wenn du selbst gerade das Gefühl hast, irgendwie bei mir läuft alles schief im Leben und dann den Tag Revue passieren lässt und auf so einen Zettel dann einfach mal schreibst, was war heute? Vielleicht war ganz viel beschen, ne? Aber was war denn heute? Was hat gut funktioniert? Vielleicht besser als gestern? Was war heute schön? Und wenn es dann nur so lapidare Sachen sind wie heute schien die Sonne, ja? Oder heute hat ein Mensch zurückgelächelt, den ich angelächelt habe. Oder so Kleinigkeiten. Dann kriegt halt dieser Mensch immer mehr mit, also auch unbewusst. Ah, ne, es gibt was. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir ja schon so oft hatten bei uns im Podcast: Fokus. Wo geht mein Fokus hin? Auf den ganzen Mist, den ich vielleicht erlebe, weil es halt gerade eine schwierige Zeit ist oder so. Oder auf das, was schön war. Ja, also auch so, wenn, keine Ahnung, ein Mensch ist gestorben, dass ich mir dann vielleicht bewusst mache, weil alles hat auch positive Seiten, wie wertvoll das Leben ist. Ja, dass ich irgendwie, ja, ne, dieser tolle Mensch, dieser wertvolle Mensch für mich ist gestorben. Das macht mich sehr, sehr traurig, aber es macht mir auch wieder bewusst, wie wertvoll das Leben ist, dass es morgen schon vorbei sein kann, ja, und dass ich es genießen darf und dass vielleicht, dass dieser Mensch das bestimmt, wenn er mich lieb hatte oder mich geschätzt hat, auch bestimmt möchte, dass ich das Leben genieße und all solche Sachen und dass ich halt wirklich gucke, okay, was ist jetzt das Positive an den Sachen oder dass halt auch, keine Ahnung, ne, mir ist jetzt ein Auto kaputt gegangen, bin ich jetzt auch blöd, ne, hat wieder viel Arbeit gekostet, aber was ist jetzt das Positive? Ich freue mich jetzt. Also ich bin total dankbar, dass ich relativ schnell ein neues Auto gefunden habe, dass ich gar nicht so viel Energie reinstecken musste, wie ich befürchtet habe. Und da bin ich total dankbar für, dass das gut funktioniert hat und dass ich es hoffentlich auch bald fahren darf. Ne? Also mal gucken. Ne? Und das ist ja, sind ja so die Sachen. Und dann lenke ich ja auch meine Energie auf das, was ich haben möchte, was positiv ist. Und das macht halt super viel. Ne? Also sehr coole Sache mit dem Glücksglas, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also einfach Und da nehmt mit. euch auch ein schönes Glas, also irgendwie ein schönes Einwegglas oder wenn das zu klein ist, irgendwas, dann könnt ihr das vielleicht auch gerade mit euren Kindern bemalen, bekleben oder so. Das ist auch ein tolles, also ein schönes Glas ist, was man sich irgendwo auch hinstellt und auch am besten irgendwo hinstellen, wo es andere Menschen sehen, die kommen, denn die fragen dann, was ist denn das? Ja, und dann kannst du sagen, da sammle ich meine Glücksmomente und dann kommst du ja auch mit den anderen schon. Ah, das ist ja toll, was ist denn da schon, was hast du denn schon erlebt? Also dann kommst du auch wieder in da rein, ja, in die Dankbarkeit, in das Glück und so weiter und so fort. Total, total. Also das hat mir wirklich auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das Zweite, was ich ausprobiert habe, um Dankbarkeit zu praktizieren, also um mich selber daran zu erinnern, auch an diese Momente zu denken, das ist ein Dreijahresbuch. Ich habe mal vor ganz vielen Jahren ein Dreijahresbuch mit einer Kollegin zusammen entwickelt. Eigentlich für den Business-Kontext, dass man so schreiben kann, was sind unsere Monatsziele oder Jahresziele, um dann halt 3 Jahre, also 3 Jahre untereinander auf der gleichen Seite zu haben. Also man kann jetzt zum Beispiel sehen, ich sage jetzt mal hier, ist eine Seite, wer auf YouTube ist, kann hier mal gucken, ja. Und im ersten Jahr trage ich das obere Drittel ein, dann das ganze Buch voll, im zweiten Jahr die zweite Seite und im dritten Jahr das dritte Drittel sozusagen, damit ich am Ende des Jahres wirklich, oder wenn ich wieder an den 1. April komme, zum Beispiel gucken kann, ah, was habe ich denn da letztes Jahr erlebt? Und dieses Buch gibt es nicht mehr, was wir entwickelt haben, aber ich habe es mal adaptiert für Cumulus, für Christoph Ziegler. Das ist dann blau geworden, aber ich habe mein Einhorn auch drauf platziert. Und das Buch hat er mir dann geschenkt, als er es drucken lassen hat. Ich habe ja nur die Zeichnungen gemacht, aber er hat es drucken lassen. Und das habe ich dann angefangen zu nutzen für als Dankbarkeitsjournal, weil im Business, das hat für mich nicht funktioniert. Das ist, ja, das habe ich nicht durchgehalten. So, das habe ich ein paar Tage gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr. Dankbarkeit, ein Jahr und dann das zweite Jahr und dann das dritte Jahr, immer wieder zu sehen, was mir Schönes passiert, wofür ich dankbar bin und eben auch diese Zeit am Abend zu nutzen, mir einfach jetzt nochmal 5 Minuten zu nehmen, um das aufzuschreiben. Das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, gibt es denn das Buch noch? Dieses Buch gibt es noch, ja. Das Das können wir vielleicht verlinken in die über Shownotes, Christoph ne? bekommen. Ja. Sehr cool, ja. Und ich glaube, das ist auch, also auch für die Schreiben macht halt ganz viel Sinn, weil das nochmal was ganz anderes mit uns macht, als wenn wir es uns vielleicht nur in Gedanken aufrufen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich immer noch besser als gar nichts, wenn du so erstmal anfängst, ist so vielleicht als Idee, dass du abends, bevor du einschläfst, wenn du schon liegst im Bett, dir nochmal eine Minute nimmst, den Tag Revue passieren lässt und dir einfach da
nochmal ja, überlegst, okay, wofür kann ich heute dankbar sein, was war heute schön an meinem Tag, und so kannst du vielleicht einsteigen und dann dir ein Buch besorgen, wenn du auch merkst, oh, es gibt da schöne Sachen, weil jeder wird irgendwas haben, wofür er dankbar sein kann. Und das macht echt viel. Also das ist, finde ich, richtig spannend, wie das das Leben positiv macht. Und das ist ja dann auch wieder, das ist ja so ein bisschen Gesetz der Anziehung, was es nicht alles für schöne Gesetze gibt, dass wenn ich viel Dankbarkeit aussende, auch Dankbarkeit beziehungsweise schöne Sachen zu mir zurückkommen. Das ist ja das, wo ich finde, gibt es ja so ein ganz einfaches Experiment, das kann jeder mal machen. Einfach durch die Stadt gehen oder wo auch immer, durchs Dorf, wo du gerade bist, und Menschen anlächeln. Ja, und dann wirst du auch merken, dass irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da lächeln auch Menschen zurück. Na, viele sind total irritiert, gerade heutzutage, weil sind ja alle so ne, grummelig unterwegs. Wenn wir aber anfangen oder auch zu grüßen, irgendwann kommt das zurück. Ja, und hier bei uns im Dorf merke ich das. Manche sehe ich ja dann ab und zu mal, wenn ich irgendwie zu bestimmten Zeiten unterwegs bin. Ich bin jetzt nicht so viel unterwegs, aber manche fangen dann schon vorher an zu lächeln, weil sie wissen, ich lächle die an und ich sage Hallo und so, auch wenn ich die nicht kenne. Und mit manchen hat das schon richtig was gemacht, so aus meinem Eindruck. Und das ist ja auch etwas, dass du so auch anderen Menschen was Tolles schenken kannst, ein schönes Erlebnis für ihr Dankbarkeitsjournal oder was auch immer oder ihr Glas, ne? Weil sie dann vielleicht sagen, ach, da bin ich einem netten Menschen begegnet, der hat mich angelächelt und Hallo gesagt oder ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder so. Und das freut ja viele Menschen, weil sie das gar nicht erwarten. Ne? Also da sei einfach kreativ. Trau dich auch mal, wenn du vielleicht sagst, oh, wer weiß, was dann passiert. Ich habe jetzt noch von keinem gehört, dass er verhaftet, verprügelt oder was auch immer wurde, sondern Menschen mögen das ja, was Positives zu bekommen in aller Regel. Und wenn nicht, dann sind sie ja weiter grummelig, ist auch nicht schlimm. Dann hast du zumindest was Schönes ausgesendet. Gut. Das so als Impuls, oder? Möchtest du noch was Ja. dazu ergänzen, Martje? Nee, ich würde gerne nur eine Aufforderung mit dazu Oh tun, ja. weil es mich wirklich interessiert, wie unsere Hörer oder Zuschauer oder alle, die jetzt diesen Podcast irgendwie mitbekommen, wie ihr das erlebt mit der Dankbarkeit oder ob ihr noch auch noch so ein, zwei Kniffe habt, wie die Dankbarkeit noch stärker in das Leben gezogen werden kann. Denn ich denke, manchmal ist es ja auch so, wenn das Leben gerade echt schlimm ist, dann fällt es manchmal schwer, da wieder rauszukommen. Manchmal braucht man ein bisschen Hilfe, manchmal braucht man ein paar Impulse von außen. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich habe nichts, wofür ich dankbar sein kann, und der würde jetzt in den Kommentaren, zum Beispiel beim YouTube-Video, noch ein paar Tipps lesen, der wäre sicherlich sehr dankbar. Und wir auch. Sehr schön. Und wir sind natürlich auch dankbar über Weiterempfehlungen und über Screenshots und wie auch immer das heißt da bei Instagram. Ne, dann reposten wir das auch gerne, freuen wir uns total. Jo, dann hab eine schöne, glückliche, dankbare Woche. Eine schöne Zeit bis zur nächsten Episode. Wir freuen uns schon. Alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss! Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.